Heute ist es wieder passiert. An die 70 Mal. So viele Fahrräder werden täglich bei uns gestohlen. Damit liegen wir deutschlandweit ganz weit vorn und bei der Aufklärung ganz weit hinten. Dabei müssen Diebe bei uns kaum Verfolgung fürchten. Die Polizei ist so oft machtlos. Dagegen wird nun Kritik laut. Arndt Breitfeld holte sich Rat für mehr Sicherheit am Rad. Zur Polizei wollen am frühen Nachmittag viele in Spandau. Schlange stehen an der Schmidt-Knobelsdorf-Straße fürs kostenlose Fahrradkodieren. Die Beamten fräsen 2 Stunden lang Initialen und Geburtsdaten in die Rahmen. Die Räder können dann nach einem Diebstahl besser identifiziert werden. Erfahrungen haben aber auch gezeigt, wenn ich jetzt ein Dieb wäre, würde ich ein kodiertes Fahrrad nicht nehmen, weil so ein Hehler das ja so schlecht los wird. Haben wir aber größere Sachen, dann sind die Fahrräder auch weg und dann, wenn die ins Ausland gehen, dann nützt auch so eine Kodierung leider gar nichts, ja? Ein bisschen Sicherheit gibt das Kodieren immerhin. 26.513 Räder wurden in Berlin vergangenes Jahr gestohlen. Kurzer Test hier in Spandau. Wem schon mal das Fahrrad geklaut wurde, der macht mal kurz so. Nur 1, 2. Und tatsächlich, in Spandau und Marzahn-Hellersdorf werden wirklich die wenigsten Fahrräder entwendet. Rund 1000 sind es sonst jeweils in den einzelnen Bezirken. In Pankow, Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Charlottenburg-Wilmersdorf aber sind es pro Bezirk sogar bis zu 4000 Räder. Wo viele ihr Rad abstellen, an Bahnhöfen, Schulen, Unis, ist es am gefährlichsten. Diebe fallen in der Masse nicht auf. Und egal, wen man fragt, viele sind schon bestohlen worden. Ich war noch Schüler, als mein Fahrrad geklaut wurde und ich hatte es vor der Schule angeschlossen und als ich nach dem Unterricht dann nach Hause fahren wollte, war das Fahrrad weg, inklusive Schloss und allem. Auf dem Hinterhof, also bei zu Hause. Ich war hinten angeschlossen, auf wie hier so eine Fahrradständer und als ich dann frühmorgens zur Arbeit fahren wollte, war es weg. Selbst Überwachungskameras schrecken oft nicht mehr ab. Ins Visier der Diebe fällt offenbar jedes Modell, egal ob billig oder teuer. Abgestellt am Straßenrand, leichte Beute. Die Kriminalstatistik der Polizei belegt eine bundesweite Aufklärungsquote von durchschnittlich immerhin 9,6%. In Berlin werden aber nur 4% der Diebstähle aufgeklärt. Kritik vom Deutschen Fahrradclub. Die Polizei ist insofern gefordert, dass sie mehr kontrolliert, dass sie mehr präsent ist, dass sie überprüft. Und auch in ein Gesamtkonzept eine Sonderkommission vielleicht einrichtet und analysiert und schaut, wie kommt es, dass hier die Diebstahl, die Aufklärungsquote so gering ist. Wir haben vor einem Monat einen Transporter überprüft, in dem man 24 Fahrräder und wir hatten durchaus den Grund zur Annahme, dass das Fahrräder aus Diebstählen sind. Aber kein einziges war in der Fahndung und dann müssen wir die Menschen mit dem Transporter natürlich fahren lassen. Die neue Fahrradstaffel der Polizei übrigens sei nicht unbedingt geeignet, um sie auch gegen Fahrraddiebstähle einzusetzen. Aber Zivilbeamte wären durchaus wachsam. Kodieren und 2 Schlösser sind empfehlenswert. Teure kosten 100 Euro und sind aus Stahl. Mehrmals gehärtet, selbst die Gelenke sind gehärtet, was in den niedrigen Stufen noch nicht der Fall ist. Das ist halt wirklich ein sehr großer Aufwand. Flex oder ein großes Gerät, was man einen großen Radau macht, auffällt auch, um dieses Schloss zu öffnen. Kriminelle ziehen meist einfache Schlösser vor. Hundertprozentigen Schutz gibt es aber nicht. Man kann nur versuchen, sich so gut es geht zu schützen.